Nun zum Mann im Eis. Dass er 4000 Jahre alt sein soll, darüber sind sich die Wissenschaftler ziemlich einig. Doch ob er ein Ur-Nordtiroler oder ein Ur-Südtiroler gewesen ist, darüber scheiden sich derzeit noch die Geister. Am Samstag hat eine Kommission aus österreichischen und italienischen Grenzbeamten festgestellt, dass der Fundort in Südtirol liegt. Allerdings konnten für diese Erkenntnis nur Landkarten zu Rate gezogen werden, da der Fundort wegen Neuschnees derzeit nicht begehbar ist. Die Ötztaler Alpen, das war bisher ein Eldorado für Bergsteiger und Skifahrer, ein Fremdenverkehrsgebiet wie manch anderes auch. In seinen Bergrouten wie jener zur Finalspitze vielleicht ein Insider-Tipp. Ein Insider-Tipp genau bis zum Mittwoch, den 18. September, als dort ein deutsches Ehepaar bei einer Wanderung plötzlich eine Entdeckung macht, die sich gar nicht zuordnen ließ. Ich habe zuerst an den Unrat gedacht. An der Puppe oder was weggeworfen ist. Und dann, wie ich es aber näher angeschaut habe, dann hat die Frau auch gesagt, das wäre ein Mensch. Ich habe gesagt, oh, das ist ein Mensch. Und dann habe ich das Leder gesehen, dann habe ich gesehen, dass das. Ja, dass ich bin ein gläubig gegangen. Während das Ehepaar zunächst niemandem etwas vom Fund erzählt, bis der Zufall, dass Reinhold Messner des Weges kommt und er löst prompt einen Medienwirbel aus. Ich denke heute, es ist vermutlich ein Toter, der vor 500 Jahren etwa, wo die Vereisung sehr wenig war und die Vereisung neu eingesetzt hat, so sagen wir 14, 1500, der ist da oben zu Schaden gekommen, vielleicht sogar umgebracht worden. Jetzt hält es natürlich die Gerichtsmediziner nicht mehr in ihrem Institut. Am Montag fliegen sie hinauf zum unbekannten Toten und bergen die Leiche aus dem Eis, ohne über sein Alter zu spekulieren. Das traut sich niemand. Ich kann nur sagen, der ist sicher tot, liegt schon lange hier oben, wahrscheinlich im Wasser, sehr lange im Eis. Als die Ur- und Frühgeschichtler an der Universität im Fernsehen die Bilder von dieser Bergung sehen, verschlägt es ihnen den Atem. Als sie tags darauf den Mann aus dem Eis untersucht haben, gehen sie mit einer Sensation an die Öffentlichkeit. Als ich heute Morgen um 8 Uhr zum ersten Mal den Leichnam zusammen mit den beigefundenen Artefakten sah, war es sofort klar, dass es sich um einen vorgeschichtlichen Fund handelt. Die mitgefundenen Gegenstände sind so typisch für die frühe Bronzezeit, dass an dem Alter 2000 vor Christi Geburt, 4000 vor heute, nicht die geringsten Zweifel bestehen können. Von da an steht nicht nur die Fachwelt Kopf, auch die Medien sind ganz aus dem Häuschen. Denn der Fund, das wissen jetzt bereits alle, wird eine neue Ära in der Geschichtsforschung einläuten. Erstmals liegt da ein Mann, 4000 Jahre alt, der mitten aus dem Leben gerissen, perfekt im Eis konserviert wurde. Mit all seinen Werkzeugen und Waffen. Erstmals kann Holz oder Leder archäologisch für die Bronzezeit nachgewiesen werden. In Gräbern hatten sich bisher nur Skelette und unverrottbare Materialien gefunden, wie Stein oder Metall. Erstmals wird hier das Bild des Menschen aus der frühen Bronzezeit klar. Erstmals wird man etwas beweisen und nicht nur behaupten können. Der Mann aus dem Eis ist eine Sensation. Freitag, 28. September. Während der Medienrummel weiter anhält, während sich Tirol, Wien und das Ötztal um den Besitz des Eismannes raufen und diverse Gazetten bereits Schwindel vermuten, wird der Mann, der 4000 Jahre unbewegt im Eis gelegen ist, für eine Testbatterie vorbereitet. Ruhig ist's nur an der Fundstelle geworden. Die liegt mittlerweile wieder unter Schnee begraben. Vielleicht gibt es erst nächstes Jahr weitere Sensationen frei. Aber wie sagte doch ein Forscher, was ist ein Jahr des Wartens gegen 4000 Jahre im Eis? Eine Nanosekunde.